Ja, was für ein Tag, meine Freunde. Es ist der Winter. Der Winter ist hier. Und das heißt natürlich, dass Kristallfrüchte hier in der Saison sind. Es ist so eine einzigartige Frucht mit so einem einzigartigen Geschmack. Findest du nicht auch? Dafür natürlich erstmal ein Küsschen. Oh, unser Baby ist wach. Yay, hey. Darf ich? Guten Morgen, ich kann's werfen. Tschu, tschu, tschu. Kann ich damit rumlaufen? Nein. Hey, tschu. Und hier oben geht es auch tschu. Tschu. Auch unser Baby mag uns. Finde ich aber cool. Geschenke können wir dem noch nicht geben, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, treten wir erstmal in die eisige Landschaft. Ja, sieht doch jedenfalls so aus, als wenn hier viel los gewesen ist. Vor allem, ich finde es halt einfach heftig, wie schnell der Winter hier immer so durchzieht. So, pop, Winter. So von einem auf den anderen Tag einfach alles voll. So, jetzt werden erstmal die ganzen Steine geholt. Ja, ihr seht ja, die Dinge sind relativ kaputt, also die Wege und alles. Das kriegen wir alles hin. Grapevine, aha, so sind wir also gewesen. Noch ein bisschen Cloth mitnehmen. So, jetzt erstmal guten Morgen, meine kleinen und feinen und süßen Tierchen. Werdet ihr erstmal der Reihe nach gemolken und unsere beiden Schweinchen sind erwachsen. Das finde ich schön. Oh. Shares required. Also wir brauchen Scheren. Ach, was für ein schöner Tag, ey. Und vor allem, ich freue mich gerade, dass wir endlich mal mit unserem Kind spielen konnten. Das war ja bisher eher so, naja, nicht so möglich. So, meine Wolle hat mir irgendwo... Besagte Wolle ist hier da. So, jetzt mal kurz zu den Abonnenten-Chickens. Auch natürlich euch guten Morgen. Ach, Mann. Der Winter, seine Melodien sind fast nicht zu überhören. Ich finde es halt auch immer wieder schön, dass der Winter so seine Eigenheiten hat. Also jetzt nicht nur so vom Wetterverhalten her, sondern alles einfach so, ja, dass er ist, wie er ist. Erstmal ein bisschen Käffchen trinken. Nein. Nein, ich möchte nicht unbedingt alles essen, was ich aufhebe, mein Freund. Also nicht immer. Hin und wieder mache ich das schon gerne, aber nicht heute. So, ja, was machen wir denn jetzt Großartiges? Wir haben Pancakes, das heißt, heute werden wir wieder mal die Leute so ein bisschen stalken und besuchen und fragen, wie es ihnen denn geht und natürlich schöne Geschenke machen. Ein bisschen werden wir uns auch um die Farm kümmern, einfach die Wege ein bisschen ausgestalten. Ihr seht ja, hier haben wir jetzt diesen seltsamen mittleren Weg. Den werden wir vielleicht ein bisschen breiter machen. Ich weiß es noch nicht. Einfach so, dass er halt wegartig aussieht. Denn sind wir mal ehrlich, es sieht zurzeit noch ein bisschen komisch aus. Aber pff. Alles bei Zeiten, meine Freunde. So. Oh. Nein, Stone Floor wollen wir natürlich nicht aus dem Boden reißen. Ja, und da soll er natürlich auch nicht hin. So. Dann schauen wir erstmal. Stone Floor. Kristallflor brauchen wir nicht. Jo, wir konnten genau einen machen. Schön. Das ist fulminant, formidabel. Das brauchen wir immer mal wieder. So. Ein paar Steinchen haben wir dann noch dabei. Das ist schön. Aber erstmal wird ein bisschen verkauft, damit einfach wieder das Inventar leerer ist. Ihr kennt es ja, ich und der Fluch des ewig vollen Inventars. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Das. Ach, der Pilz.
Ach, im Winter steht da nur ein Stumpen von dem Pilz. Nein. Das ist die Skulptur unserer Frau gewesen. Ich hoffe, die ist nicht kaputt. Oh Gott. Müssen wir den Sommer abwarten? Ich hoffe, das Ding ist nicht kaputt. Das wäre ja mega behindert. Oh, das wäre ja übelst scheiße. Naja, schauen wir erstmal, was jetzt geht. So, ja, wie gesagt, ich hatte gedacht, wir verbreiten den Weg einfach mal ein bisschen. Und eine kleine Umbaumaßnahme. Denn, ja, ich würde gerne das Hotte Hü hier auf eine der beiden Seiten setzen. Ich weiß noch nicht, auf welche oder auf wie. Aber ich wollte es da oben raus haben, damit wir da oben vielleicht ein bisschen auch was anderes machen können. Ein bisschen eine Umgestaltungsaktion. Ich glaube, das wird sich jetzt so die Tage ergeben, was wir da denn genau machen. So, jetzt haben wir hier zumindest mal einen breiteren Weg. So. Dann machen wir das mal schnell. Dann stellen wir nämlich das Hotte Hü da oben raus. Dann können wir da oben nämlich auch irgendwas verändern, sage ich jetzt einfach mal. Was genau, weiß ich noch nicht, aber wir könnten was verändern. Müssen wir natürlich erstmal gucken, was da oben denn überhaupt irgendwie halbwegs reinpasst, deswegen... Oh, ein Specht. Guten Morgen, Specht. So. Da oben ist ein guter und netter Freund, dem wir natürlich gerne Spaghetti schenken. Ja, ich weiß, das ist ein tolles Geschenk. Spaghetti sind immer gut. Ich mag Spaghetti. So. Okay, also sie liebt Spaghetti über alles. Gehst du mal bitte... Danke. Ich weiß, das ist eine interessante Spezies. Jeder hält Kaffee für alle. Okay. Er sitzt am PC. Das heißt, zu ihm können wir jetzt aktiv gerade mal nicht gehen. Construct Farm Buildings. Move Farm Buildings. Ne, ich hab gerade gedacht, hä, warum ist es ausgegraut? Aber das war jetzt falsch. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ganz irgendwo anders hin. Nee, also das sieht nicht schön aus. Theoretisch könnte man es da reinstellen. Nee, aber da sieht es so vollgepackt aus. Ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Yo. Hier können wir es jetzt gar nicht mehr. Geil. Da könnten wir es jetzt gar nicht mehr hinstellen. Schade. Will mich mal was probieren. Ob das nämlich nach was aussieht? Moment. Hallo, dankeschön. Wenn man dann theoretisch so ein Feld im Sommer drum bauen würde. Wartet mal.
will jetzt. Ich hoffe, es sieht einfach aus wie vorher. Nein. Natürlich nicht. Super. Verdammt. Nee, da unten fand ich die schon besser. Ja, wo wir das jetzt hinstellen, ist halt echt fraglich. So, dann lassen wir die beiden hier unten. Wobei, waren die vorher so gestanden? Dann muss ich eins rüber. Damit. Nee, ich glaube. Wenn höchstens das noch eins rüber. Jo, komm, so lassen wir die. Der Brunnen wandert jetzt dann doch mal hier hin. Ja, und den stelle ich einfach jetzt hier rein. Oder wartet so da rein? Ich bin mir echt unschlüssig. Da oben hat er doch irgendwie am besten gepasst. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir zu Hause erstmal testen. Ich habe nämlich jetzt die Idee, da es ja auch so einen roten Kopf hat. Kopf. Ja, so ein rotes Dach. Könnten wir es ja versuchen, neben unser Häusli zu stellen. Ich bin mir nicht sicher. So, Hotte Hü kommt erstmal mit, dass wir es zur Not wieder da hinstellen können. So. Vielleicht, dass man direkt hier den. Nee, das. Doch vielleicht so ein bisschen oben drüber, ne? Oder unten drunter. Nee. Ich glaube, ich baue doch wieder hier rein. Hier sah er am besten aus. Ja, das Problem ist, bei mir ist es immer so, ich bin mir so zu 10.000-fach unsicher, da ich, boah, ich weiß nicht, das ist schon immer so gewesen. Boah, ich hab grad gedacht, die will abhauen. Wollte schon sagen, was ist denn hier los? Komm zurück. So, ja, aber den Brunnen können wir da lassen. Der Brunnen sieht da eigentlich noch nicht mal so schlimm aus. So. Wir können ja auch einfach den Eingang theoretisch verbreitern. Den will ich aber hier haben. Noch ein Stück nach unten. So möchte ich den da haben. Schön. So, könntest du uns noch irgendwas Interessantes anbieten? Ja, und Chat? Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also nicht noch einen. Nee. Naja, fangen wir jetzt erstmal an, Wege zu reparieren. Ihr seht ja, unsere Wege haben ziemlich gelitten. Seit wir hier das letzte Mal irgendwas gemacht haben an den Wegen, ist es echt ein bisschen komisch geworden. Also so. Du, mein liebes Freundchen, gehst du mal da ein Stück rein. So, lassen wir das einfach ein bisschen offen stehen. Kommen wir mit dem Pferdchen auch besser raus. Und ganz ehrlich, die können wir jetzt ja eigentlich auch mal abbauen. Und einfach bei Zeiten wieder auspacken, wenn Sturm ist. Die müssen wir ja eigentlich nicht immer da rumstehen lassen. Also finde ich irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, danke. Jetzt traut sich Max dann oben auch mal wieder raus. Guten Morgen, Max. Auch mal wieder danach. 10.000 Folgen. So, jetzt kommst du hier nämlich auch überall schön rum. So, die Sache ist jetzt noch hier ein Strawfloor. Ob man den vielleicht ein bisschen außenrum. Ja, wobei, im Winter sieht es komisch aus. Okay, ich darf mich jetzt gar nicht zu viel verbrabbeln, vermaledeien. Ich mache es jetzt so, dass ich jetzt erstmal schaue, dass wir alle Wege wieder schön hinkriegen. Jo. Ja. Sieht das nach was aus? Nö. Ich frage mich echt, was ich in die freien Fälle hier noch reinmachen soll. Also optisch. Ne? Optisch ist es eine sehr gute Frage, was da irgendwie noch mit reinpasst. So. Ja, die Blitze haben mir ja über Dauer sehr viel kaputt gemacht. Da seht ihr ja, dass immer hier fehlt ein Stück, da fehlt ein Stück. Boah. So zum Kotzen. Verdammte Wilde. Blitze. Verdammte Wilde. Ach Gott. Ein großes Bäumchen. Okay, den sollte ich nicht unbedingt umklatschen. Ja, ich meine, hier ist ja einfach so ein kleines Wäldchen, das vor sich hin wächst, theoretisch. Achso, falsch. Ich brauche ja die Axt. Ja, wir fällen die ganzen kleinen Bäume einfach mal weg, damit der Wildwuchs dann doch nicht so krass ist. Aber ja, was soll ich sagen? Das sieht ein bisschen fade aus, lappisch, ich weiß nicht. Hat jemand denn von euch irgendeine Idee, was wir hier vielleicht noch auf der Farm machen könnten? Mir kommt jetzt ehrlich gesagt nicht so viel in den Sinn, was ich jetzt noch aktiv verändern möchte. Wenn euch natürlich was in den Sinn kommt, bitte einfach Bescheid geben. Glaubt mir, das wäre mir eine sehr große Hilfe. So, die sind immer noch nicht fertig. Wie lange brauchen denn diese komischen Raseeds? Die haben wir doch am Anfang des Herbstes haben wir die doch gepflanzt, oder? Komisch. Vor allem ich hier mit meinen blauen Kopfhörern, ey. Ach ja, was können wir denn so erzählen? Na, ja, okay, das ist ein relativ gutes Thema, das eigentlich auch schnell erzählt ist. Wie schaut's denn bei euch aus? Was sind denn so Menschen, also natürlich, ich sag jetzt mal, ja, kleine Berühmtheiten, die ihr gerne treffen würdet? Beziehungsweise nicht nur Berühmtheiten, sondern vielleicht auch einfach Personen, die ihr von irgendwoher kennt. Oder die jetzt nicht so bekannt sind, aber trotzdem sie halt irgendetwas getan haben, was euch völlig überzeugt und ihr so unbedingt treffen wollt. Ja, also wenn ihr da irgendjemanden habt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß, ich sag immer, schreibt es in die Kommentare, aber ihr wisst ja, was ich meine. Einfach mal so, ja, so ein bisschen herauszufinden, wer inspiriert euch vielleicht ein bisschen. Bei mir ist es, naja, ganz klar, auf erster Linie würde ich natürlich sau gerne mal die Rocket Beans treffen oder unter anderem Gronkh. Aber ich glaube, das geht fast jedem kleinen Let's Player so, dass er Gronkh einfach gerne mal treffen würde. Bei mir sind es die Rocket Beans, einfach aus dem Grund wegen diesem Pen and Paper, weil ich das so feiere. Und ich das einfach übelst... Das ist einfach geil. Und deswegen würde ich die Jungs gerne mal treffen. Klar, ich kenne die ja damals... Also was heißt, ich kenne sie, aber ich weiß noch, wie die damals Game One gemacht haben. Das hat mir damals ja schon so gut gefallen als kleines Kind. Du musst dir vorstellen, als 10-Jähriger
habe ich eine Serie geguckt, wo irgendwelche älteren Männer, keine Ahnung, Spiele vorstellen und sich gegenseitig eigentlich abfacken in irgendwelchen Online-Games. Das war schon immer lustig. Das hat mir auch immer Spaß gemacht und ja, das ist halt so eine Sache. Das sind so eigentlich die beiden, die ich unbedingt mal treffen würde. Und natürlich von Musikern her sind es auch so ein, zwei, drei Stück, die man ja einfach gern mal so im echten Leben sehen würde. Einfach mal so gucken, wie sind die Typen denn eigentlich unterwegs. Und ja, ich meine ja nur, es hört sich jetzt blöd an, aber mich interessiert es halt einfach so, wen praktisch ihr so ein bisschen, ja, von wem ihr so ein bisschen Fanboy seid. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass einige von euch natürlich auch von Gronkh etc. Ein bisschen fanboyhaft sind. Das ist ja nicht schlimm, das interessiert mich halt einfach nur. Weil ich nämlich auch so ein bisschen gemerkt habe, dass je mehr du über die Leute weißt, desto, ich weiß nicht, desto vertrauter ist auch dieses Miteinander. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, hey, guck mal, ich mag zum Beispiel den Typen voll und hin und her und was weiß ich, dann, ja, weiß ich zumindest so ein bisschen mehr so, okay, wie könnten manche Dinge von euch beeinflusst werden? Weil es ist ja meistens so, dass wenn man Leute verehrt, die dann auch so die eine Meinung zu gewissen Themen haben, dann neigt man ja meistens dazu, also nicht diese Meinung einfach zu übernehmen und zu kopieren, sondern meistens denkt man ja ein bisschen ähnlich. Man sagt ja gleich und gleich gesellt sich gern und man merkt ja wirklich von vornherein so, ja, man unterhält sich mit jemandem 10 Minuten, dann kann man ungefähr sagen, okay, das ist jemand, mit dem komme ich aus, oder kann natürlich sagen, nee, das ist jemand, mit dem komme ich überhaupt nicht aus. Und ich meine, nichts anderes ist es ja auch hier auf YouTube. Du merkst ja nach 5 Minuten, ob jemand eher von der aggressiveren Sorte ist, ob jemand vielleicht eher radikalere Ansichten hat oder eher gemütliche Ansichten. Und ja, deswegen interessiert es mich halt einfach mal so, wer von euch so die, ja, von wem ihr so kleine Fanboys seid. Aber jetzt wird das Kind nochmal hochgeworfen? Nö, sie schläft. Gut, aber dann würde ich mal sagen, bis morgen, meine Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.